podcast is brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen bei der Vorlesung zur Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts. Der heutige letzte Termin wird sich mit der empirischen Rechtsökonomik beschäftigen. Wir werden damit beginnen, die am Ende der letzten Vorlesung gemachten Experimente auszuwerten und Ihnen damit noch ein praktisches Beispiel für Schwarmintelligenz zu geben. Anschließend werden wir uns mit deskriptiven Statistiken und Kosten-Nutzen-Analysen beschäftigen und uns danach den sogenannten Zwei-Stichproben-T-Test anschauen. Danach wird es noch gehen um Querschnittsanalysen und um Ereignisstudien, bevor wir am Schluss uns mit Difference-in-Difference-Analysen beschäftigen. Beginnen wir mit dem Experiment, das wir am Ende des vergangenen Termins durchgeführt haben. Es ging dort bei dem ersten Experiment um die Frage, ob Besitzeffekte nachgewiesen werden können. Unsere Vermutung war, dass Individuen Gegenstände höher wertschätzen, wenn sie sie in ihrem eigenen Besitz haben. Wir haben versucht, das mit einem Jogorette-Riegel nachzuweisen. Von 46 Studenten haben wir 23 einen solchen Jogorette-Riegel ausgeteilt und sie dann den Wert, den sie diesem Riegel beimessen würden, in einen Fragebogen eintragen lassen. Die 23 Studenten, die keinen Riegel bekommen hatten, sollten in dem Fragebogen ihre Kaufbereitschaft angeben. Man müsste ungefähr davon ausgehen, wenn es keinen Besitzeffekt gibt, dass wir die Hälfte der Riegel an diejenigen verteilt haben im Raum, die tatsächlich auch zu der Gruppenhälfte gehört, die die höhere Wertschätzung für die Jogorette-Riegel hat, dass also die Hälfte der ausgeteilten Jogorette-Riegel bei den richtigen Leuten waren, aber die andere Hälfte der Jogorette-Riegel bei Menschen gelandet ist, die die Jogorette-Riegel eigentlich nicht so groß wertschätzen und die deswegen sie wahrscheinlich innerhalb der Gruppe verkaufen werden. Anders formuliert, wenn es keinen Besitzeffekt gibt, müssten ungefähr 11 bis 12 Studenten ihren Riegel verkaufen, weil sie ihn weniger wertschätzen als andere Kommilitonen. Was konnten wir im Experiment beobachten? Zunächst einen Gleichgewichtspreis von 30 Cent, der oberhalb des Ladenpreises liegt. Vor allen Dingen dann aber, wenn wir erwartet haben, eine Handelsmenge von 11,5 Riegeln, dass deutlich weniger, nämlich nur 8 Riegel letztlich gehandelt wurden. Das zeigt offenbar, dass es Besitzeffekte gibt. Obwohl wir erwartet hätten, ohne Besitzeffekte, dass eine bestimmte Anzahl von Jogorette-Riegeln gehandelt werden sollte, waren die Personen, die bei Annahme vollkommener Rationalität vielleicht interessiert gewesen wären, ihren Riegel zu verkaufen, nunmehr davon einige nicht mehr bereit, den Riegel zu verkaufen, weil sie ihn höher wertschätzten, allein aufgrund der Tatsache, dass sie ihn in ihrem Besitz hatten. Das ist jetzt natürlich nur bedingt statistisch verwertbar aufgrund der geringen Zahl von Studenten, mit denen wir das Experiment durchgeführt haben, aber einen gewissen Indikator haben wir schon. Wir haben in der letzten Vorlesung ja gesehen, dass solche Besitzeffekte auch in größerem Zusammenhang nachgewiesen werden konnten. Letztlich kann man das auch auf dieser Grafik noch einmal abbilden, dass wir bei einem Handelspreis von 30 Cent nur 8 Handelsgeschäfte hatten und diese Zahl wäre ohne Besitzeffekte deutlich größer, wahrscheinlich bei 11 oder 12 im Durchschnitt. Mit dem zweiten Experiment, das wir durchgeführt haben, wollten wir überprüfen, ob sich so etwas wie Schwarmintelligenz feststellen lässt. Dazu haben wir sie gefragt, nach ihrer Einschätzung,
wie hoch am Tag der Vorlesung der DAX-Eröffnungskurs lag. Der wahre Wert war bei 6.405 Punkten. Wir haben Sie gebeten, Ihre Einschätzung dazu auf einen Zettel zu schreiben. Und wir haben auch Sie gebeten, dazu zu schreiben, ob Sie männlich oder weiblich sind und ob Sie sich selbst für einen Experten halten. Ein erstes Ergebnis bestand schon einmal darin, dass diejenigen, die sich für Experten hielten, ausschließlich männlich waren. Dann ließ sich aus den Ergebnissen ablesen, dass tatsächlich diejenigen, die sich selbst als Experten, also als näher an der Thematik ansahen, tatsächlich vergleichsweise gute Schätzungen ermittelt haben. Wenn man sich dort den Mittelwert anschaut, dann ist er nur noch wenige Prozentpunkte entfernt vom wahren Wert, befindet sich bereits in der Gegend von 6.400, 6.500 Punkten, wohingegen der Mittelwert derjenigen, die sich nicht als Experten angesehen haben, beziehungsweise der Allgemeinheit, deutlich weiter davon entfernt ist. Was wir hingegen nicht feststellen konnten, war, dass etwa wie es bei dem in der letzten Vorlesung zitierten Ochsengewichtsschätzwettbewerb der Fall war, dass dieser Mittelwert des Schwarms näher am richtigen Wert war als jedes einzelne Ergebnis. Es gab durchaus unter den verschiedenen eingereichten Ergebnissen welche, die näher dran waren am wahren Wert als dieser Mittelwert. Insofern kann man jedenfalls für unsere kleine Gruppe und ohne große statistische Verwertbarkeit, weil die Gruppe so klein war, daraus jedenfalls eine Indikation dafür ableiten, dass die Selbsteinschätzung als Experte offenbar funktioniert, aber dass der Schwarm unbedingt intelligenter ist als jeder Einzelne, der eine Schätzung abgibt. Das konnten wir durch unser Experiment nicht bestätigen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir wollen Ihnen in der Folge nun einige statistische Möglichkeiten darstellen, wie man empirisch, auf empirischer Grundlage und mit statistischer Methodik Sachverhalte einschätzen und bewerten kann und damit eine Grundlage finden kann, die auf einem statistischen Fundament steht, wie man ein Gesetz in der einen oder anderen Weise erlässt. Was kann man mit solchen Analysen machen? Nun, vor allen Dingen kann man, wenn man eine Gesetzesreform in einem bestimmten Land hatte, kann man das in der Ex-Post-Perspektive evaluieren. So etwa das in Deutschland erlassene Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen, das Ende 2008 in Kraft getreten ist. Da kann man sich fragen, welche Folgen dieses Gesetz hatte auf die Gründungszahlen von einerseits inländischen und andererseits auch ausländischen Gesellschaftsformen. Und zum anderen kann man Kosten-Nutzen-Analysen unternehmen. Das hat dann eher nur mittelbare Auswirkungen für das, was der Gesetzgeber tut, etwa wenn man sich den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch für die Automobilindustrie durch eine nationale Behörde anschaut, um auf der Grundlage dieses Kraftstoffverbrauchs zu analysieren, was es für Folgen hätte, wenn ich etwa eine höhere Spritsteuer einführe oder wenn ich ein Geschwindigkeitslimit einführe und damit den Kraftstoffverbrauch faktisch beeinflusse. Eine Alternative dazu wäre, dass man eine Wohlbefindensanalyse, eine Wellbeing Analysis unternimmt und versucht zu schätzen, welche gesetzgeberische Strategie das Wohlbefinden der Rechtsadressaten am günstigsten beeinflusst. Will man sich nicht auf die Deskription beschränken, ist eine sehr, sehr häufig genutzte statistische Methodik der empirischen Rechtsökonomik der Zwei-Stichproben-T-Test.
Man prüft bei diesem Test mithilfe von Mittelwerten zweier Stichproben, die man nimmt, deswegen Zwei-Stichproben-Test, ob auch die Mittelwerte zweier Grundgesamtheiten identisch sind. Das μ, das wir hier als Variable benutzen, bezeichnet dabei den Erwartungswert der einen oder anderen Grundgesamtheit. Und unsere Nullhypothese ist, dass dieses μ für x oder für y für beide Grundgesamtheiten gleich ist. Eine Alternativhypothese wäre, dass diese Gleichheit eben nicht besteht. Weitere in der Folge verwendete Variablen sind m und n. Diese Variablen bezeichnen den Umfang der Stichprobe aus x bzw. y und das s ist ihnen bekannt als die Variable für die Standardabweichung. Was sie dann machen, ist, dass sie zunächst anhand der beschriebenen Formel eine Teststatistik ausstellen und diese anhand des sogenannten Prüfwerts messen. Sie können weiterhin auch noch die gewichtete Varianz mit der ebenfalls angegebenen Formel erheben, was für Sie nachher insbesondere entscheidend sein wird, sind die oben aufgeführten Mittelwerte, denn Sie wollen ja überlegen und durch Ihre statistische Untersuchung in Erfahrung bringen, ob die gleich sind oder nicht. Man kann sich das anhand eines Beispiels sehr anschaulich vergegenwärtigen. Eine relativ junge Untersuchung hat diesen Zwei-Stichproben-T-Test für das Beispiel der Societas Europaea, der neu geschaffenen europäischen Gesellschaftsform, eingesetzt. Dort sehen Sie für verschiedene Länder aufgeführt die Zahl der Inkorporierungen, das heißt der Neugründungen einer solchen Gesellschaftsform. Und Sie sehen in der linken Spalte eine Liste von Ländern, in denen es ein Mitbestimmungsregime gibt. Hier ist gemeint die unternehmerische Mitbestimmung. Das bedeutet, dass Sie in einem der Leitungsgremien des Unternehmens, zum Beispiel Vertreter der Arbeitnehmer, mit drin sitzen haben. Das ist die linke Spalte, wo es solche Mitbestimmungsregimes gibt. Und in der rechten Spalte sehen Sie Länder, in denen es ein solches Mitbestimmungsregime nicht gibt. Und nun sehen Sie, wenn Sie sich die Mittelwerte anschauen, dass in den Ländern mit Mitbestimmungsregime zur Zeit der Erhebung dieser Studie, als es die Societas Europaea noch nicht so lange gab, durchschnittlich pro Land 26,2 SEs gegründet worden waren. Dieser Wert war ganz, ganz deutlich niedriger bei Ländern ohne Mitbestimmungsregime. Da hatte durchschnittlich pro Land nur knapp drei, hatte es nur knapp drei Inkorporierungen gegeben. Offenbar war es also so, dass in Ländern, wo es ein solches Mitbestimmungsregime gibt, wo das nach dem nationalen Recht verpflichtend ist, wenn Sie eine nationale Gesellschaftsform wählen, dass es dort sehr viel attraktiver ist, quasi auf die Societas Europaea auszuweichen und dass die Unternehmer in diesen Ländern vielleicht sogar geradezu in die Societas Europaea geflüchtet sind, während in den Ländern ohne Mitbestimmungsregime sich nicht sehr viel verändert hat, beziehungsweise die neue Gesellschaftsform keine große Popularität erfahren hat. Was können, abgesehen von der Frage, ob es Mitbestimmungsrechte in den nationalen Gesellschaftsformen eines Landes gibt, andere Punkte sein, die einen Unterschied dabei ausmachen, ob wir uns in dem einen oder anderen Land befinden? Was können auch Punkte sein, die einen Unterschied ausmachen, ob wir die eine oder andere Rechtsform nutzen oder ob den Rechtsadressaten bestimmte Rechte zustehen oder auch nicht? Eine der am häufigsten genutzten Variablen ist diejenige der Rechtstradition, des Legal Origin.
Sehr populär ist die dichotome Unterscheidung zwischen dem Common Law auf der einen Seite und dem Civil Law auf der anderen Seite. Das Common Law ist die Rechtskultur, die wir überwiegend in angloamerikanisch geprägten Ländern finden. Und charakteristisch am Common Law ist, dass wir wenige, um nicht zu sagen keine, zentralen Gesetze haben, unter die ein Richter einen Fall subsumiert und an denen er sich orientiert, wenn er überlegt, ob er eine bestimmte Rechtsfolge aussprechen kann, sondern wesentliches Bezugskriterium für richterliche Entscheidungen sind ähnliche Fälle. Ein Richter in einem Common Law Land wird sich nach ähnlichen Fällen, die in der Vergangenheit entschieden wurden, umschauen und soweit sein eigener Fall diesen Fällen gleicht, wird er entsprechend urteilen und nur dort, wo sein eigener Fall anders ist, wird er von diesen Fällen abweichen. Er wird aber dann dort, wo es diese Abweichung gibt, wiederum nach ihrerseits vergleichbaren Fällen suchen und so versuchen, an möglichst wenigen Punkten des ihm vorliegenden Falles eine eigene Entscheidung zu treffen, sondern immer bestimmte Aspekte aus anderen, bereits früher existierenden Fällen herauszugreifen, die ihm eine Leitlinie bieten, wie er entscheiden kann. Das ist im Civil Law grundlegend anders. Im Civil Law ist es so, dass der Richter sich zunächst einmal nicht frühere Fälle anschaut, sondern ein abstraktes Regelwerk, Gesetze, die ein Gesetzgeber zentral erlassen hat und mitunter vielleicht auch einmal geändert hat. Und ein Richter im Civil Law wird sich immer fragen, ob der abstrakte Wortlaut des Gesetzes so ausgelegt, so konkretisiert werden kann, dass er den ihm aktuell vorliegenden Fall irgendwie trifft. Wenn das der Fall ist, dann wird der Richter beim Civil Law die im Gesetz angeordnete Rechtsfolge nehmen und auf seinen Fall anwenden. Wenn der Fall sich nicht unter das Gesetz subsumieren lässt, dann wird ein Civil Law Richter im Zweifel eine Klage abweisen. Diese beiden grundlegenden Rechtstraditionen sind sich in der Vergangenheit durchaus etwas näher gekommen, deswegen, weil es auch in Common Law Ländern inzwischen Statuten gibt, die den Gesetzen im Civil Law gleichen. Ebenso gibt es im Civil Law auch eine Kasuistik. Es gibt auch Fälle, die in Zeitschriften veröffentlicht werden und die auch den Richtern tatsächlich eine Richtschnur geben, wie bestimmte Normen auszulegen sind. Aber die grundsätzlichen Rechtskulturen haben sich erst einmal fortbewahrt. Und es gibt durchaus viele Rechtsökonomen, die behaupten, dass das Common Law eine andere, um nicht zu sagen eine günstigere Wirkung habe auf bestimmte, insbesondere unternehmerische Entscheidungen. Eine der zentralen Thesen ist, dass das Common Law, weil die Entscheidungsstruktur nicht zentral beim Gesetzgeber stattfindet, sondern sehr dezentral in den vielen stattfindenden Fällen, dass deswegen das Common Law weniger anfällig sei für politische Einflussnahme. Daraus wird dann abgeleitet, es biete mehr Rechtssicherheit und sei wirtschaftlich attraktiver. Das kann man allerdings auch mit Fug und Recht hinterfragen, denn wenn Recht dezentral gesprochen wird, ist die Frage, ob es das ein Garant dafür ist, dass es Rechtssicherheit gibt. Es schien auch durchaus plausibel zu sagen, weil diese Dezentralität da ist, ist auch mehr Rechtsunsicherheit da, weil man nicht weiß, was gerade in einem anderen Fall mit welcher Begründung entschieden wird. Wie sich diese Rechtstraditionen in der Welt aufteilen, kann man auf dieser Grafik sehen. Das dunkelste Blau ist die englische Rechtstradition, das Common Law. Man sieht Verbreitung in den USA, in Kanada, in bestimmten Staaten in Ostafrika, wie auch in Südasien, insbesondere Indien und dann wieder Australien, natürlich auch im gesamten das Vereinigte Königreich, während sich die Tradition des Civil Law hier im hellen Blau gekennzeichnet, insbesondere in Mitteleuropa und in China und Japan durchgesetzt hat.
Ein Beispiel, wo eine Gruppe von Forschern einmal einen Zwei-Stichproben-T-Test angewendet und dabei als eine der möglichen Determinanten auch diese Rechtstradition herangezogen hat, ist ein Test, der sich auf Aktionärsrechte im Vergleich zu einer Rechtstradition bezog. Die Forschergruppe besteht aus 4 Forschern, deren Initialen zum Synonym für die Gruppe geworden ist, LLSV. Und die haben 1998 eine Untersuchung abschließen können, wo sie verschiedene Variablen hergenommen haben und geschaut haben, wie diese sich zwischen verschiedenen Rechtstraditionen unterscheiden. Sie haben dabei in den Blick genommen einmal die Regel eine Aktie, eine Stimme, pro Aktie eine Stimme, und haben die Variable auf 1 gesetzt, wenn das der Fall war, sonst auf 0. Sie haben sich angeschaut, ob man ein Stimmrecht auch per Post ausüben kann. Sie haben sich angeschaut, in welchem Umfang es in den einzelnen Ländern einen Zwang zur Dividende gibt. Und sie haben sich angeschaut, inwieweit es Anlegerrechte gibt, und haben dafür einen Index gebildet. Die unten stehende Tabelle zeigt dann die zugehörige T-Statistik. Dort sehen Sie mit einem einfachen Sternchen markiert die Ergebnisse, die signifikant auf dem 1%-Level sind, wo man etwas platt gesagt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass tatsächlich Signifikanz besteht. Dann sehen Sie mit 2 Sternchen markiert diejenigen Ergebnisse, die zumindest auf dem 5%-Level signifikant sind. Was können Sie aus so einer T-Statistik ablesen? Nun, etwa wenn Sie die Spalte zur postalischen Abstimmung nehmen, sehen Sie, dass das tendenziell eher möglich ist in Common Law-Ländern, weil dort die Variable signifikant positiv ist. Beim Dividendenzwang sehen Sie, dass der sehr hoch sein kann in Civil Law-Ländern. Dort ist die Variable negativ, wenn auch nur signifikant auf dem 5%-Level, wobei man dazu sagen muss, dass der relativ hohe Dividendenzwang in einigen wenigen Civil Law Countries dafür sorgt, dass hier insgesamt, man sagt, die Tendenz ist dazu da, dass es eher im Civil Law Ländern einen Dividendenzwang gibt. Und die Anlegerschutzrechte mit dem von den Autoren festgelegten Index seien nach dieser Studie eher stark in Common Law Ländern. In der gleichen Studie findet sich auch eine OLS-Regression, die sich wiederum mit der Rechtstradition beschäftigt. Und dort steht insbesondere im Mittelpunkt die Frage, inwieweit die Eigentümerkonzentration von Unternehmen durch verschiedene Variablen begünstigt wird. Man sieht etwa in der zweiten Zeile, dass offenbar große Volkswirtschaften mit einem großen Gross Domestic Product eine eher kleine Eigentümerkonzentration begünstigen. Eine eher hohe Eigentümerkonzentration wird zum Beispiel begünstigt von Ländern nach französischer Rechtstradition. Die französische Rechtstradition ist ein Teil der Civil Law Länder, weil wir dort einen positiven Wert haben, der wiederum mit einem Sternchen versehen und insofern signifikant auf dem 1%-Level ist. Zusammengefasst kann man sagen, dass das Common Law offenbar einen positiven Einfluss auf die Eigentümerkonzentration und die Gläubigerrechte hat. Was die Gläubigerrechte anbetrifft, ist das freilich abhängig davon, wie man diese Rechte indexiert. Diese Indexierung wurde definiert von den Autoren dieser Studie. Das könnte man durchaus auch anders machen, und dann könnte es sein, dass bei einer Studie auch einmal ein anderes Ergebnis herauskommt.
Ein letzter Auszug aus dieser Studie ist hier die relativ klare und intuitiv verständliche Aufführung, wie ein solcher Index gebildet wird. Hier sehen Sie einfach typisiert bestimmte Rechte der Anleger einmal herausgegriffen und dann wurde geschaut, ob die unter deutschem oder US-amerikanischem Recht solche Rechte bestehen. Und wenn sie bestanden, wurde die Variable auf 1 gesetzt, andernfalls auf 0. Sie sehen hier, dass das US-Recht deutlich anlegerfreundlicher abschneidet. Sie sehen gleichzeitig, dass das nicht unbedingt tatsächlich Anlegerfreundlichkeit bedeuten muss, denn etwa an der zweiten Zeile, wo es um die postalische Stimmrechtsausübung geht, kann man durchaus fragen, ob dieses zweifelsohne Recht eines Anlegers, wenn es ihm gewährt wird, unbedingt zu seinem Nutzen ist oder ob nicht vielleicht auch ein anlegerschützender Sinn dahinter steht, wenn man die postalische Stimmrechtsausübung nicht erlaubt und verlangt, dass die Anleger, die sich an bestimmten Entscheidungen beteiligen wollen, zur Hauptversammlung etwa persönlich erscheinen. Das ist abhängig von der Definition. Die hier zitierte Forschergruppe hat die Definition so gewählt, wie Sie sie sehen. Mit Fug und Recht könnte man die entsprechende Indexierung auch etwas anders wählen. Abgesehen davon, wie ich solche Indexe bilden kann, gibt es auch noch ganz andere und durchaus fundamentale und deswegen sehr nennenswerte Kritik an solchen Analysen. Eine bezieht sich etwa auf dritte Variablen, die in so einer Studie nicht beobachtet werden, die aber durchaus Bedeutung haben können. Dass eine solche dritte Variable, die in so einer Studie verborgen bleibt, kann verheimlichen, dass möglicherweise die Beobachtervariable nicht der Treiber ist, der tatsächlich zu den beobachteten Unterschieden führt. Deswegen gibt es auch Forschung, die versucht, solche dritte Variablen einfach mal als abhängige Variablen zu nehmen und sich dann anzuschauen, wie das die in einer Studie genommenen Faktoren tatsächlich und die Ergebnisse beeinflusst. So hat man etwa einmal ein fußballerisches Ranking, das FIFA Coca-Cola World Ranking, genommen und das als abhängige Variable definiert. Und hat dann versucht, damit als erklärende Variablen Legal Origin, Rule of Law und Anti-Director Rights, also Anlegerrechte, abzubilden. Und was der Forscher, der diese Untersuchung vorgenommen hat, wiederum sagt, als Ergebnis seiner Studie, ist durchaus bemerkenswert. Er sagt, tatsächlich war die französische Rechtstradition dafür signifikant und tatsächlich auch von großer Bedeutung damit, wie hoch ein Staat in diesem fußballerischen Ranking abschnitt. Er hat das dann mit einem leichten Schmunzeln so gedeutet, dass vielleicht Fußballteams aus Ländern, die aus dem französischen Rechtshintergrund kommen, deswegen gut sind im Fußball, weil die Überbleibsel des Code Napoleon möglicherweise bestimmte Auswirkungen darauf haben, wie man als Fußballspieler von Coaches bzw. von Fußballmanagern beeinflusst wird oder dass vielleicht ganz, ganz andere Kräfte am Werk seien. Diese etwas schmunzelnde Zusammenfassung der Tatsache, wie man sehr, sehr viele ganz offenbar mit der Rechtstradition nicht zusammenhängende Sachen dann doch auf die Rechtstradition oder Anlegerrechte stützen kann, zeigt, wie schwach auch Beobachtungen sind, auch wenn sie statistisch offenbar nachgewiesen sind, die eine Kausalität herleiten wollen zwischen bestimmten Ausgangswerten und bestimmten Beobachtungen, die wir in unterschiedlichen Rechtsordnungen machen können.
Eine weitere statistische Vorgehensweise, die wir Ihnen vorstellen wollen, sind Ereignisstudien. Eine Ereignisstudie ist ein Verfahren zur Quantifizierung des Einflusses eines Ereignisses auf insbesondere den Aktienkurs eines Unternehmens. Man schaut sich an, was passiert mit dem Aktienkurs infolge des Auftretens eines bestimmten Ereignisses. Wie macht man das? Im Grunde genommen rechnet man Differenzen aus, rechnet man Über- oder Unterrenditen aus, die sich auf dieses Ereignis zurückführen lassen. Häufig nutzt man als Prognosemodell das sogenannte Marktmodell oder auch ein Modell, das sich auf konstante erwartete Renditen stützt. Und die Intuition dabei ist, wenn sich eine Unterscheidung ergibt zwischen der über das Marktmodell prognostizierten Rendite oder dem prognostizierten Aktienkurs und dem tatsächlich beobachteten Kurs, dann ist das möglicherweise zurückzuführen auf genau das Ereignis, das wir in den Blick genommen haben. Auch hier gibt es einige Studien, die solche Ereignisse beobachtet haben, insbesondere bei den jüngsten Änderungen im nationalen und internationalen Gesellschaftsrecht. Diese Grafik zeigt noch einmal anschaulich, wie die Überrendite berechnet wird. Sie sehen zunächst unten in grauer Kurve den Index, das ist quasi ein Kontrollwert. Dann sehen Sie bis zum Ereignispunkt selbst die tatsächliche Entwicklung etwa eines Aktienkurses. Und dann sehen Sie, wie das Fortschreiten des Aktienkurses anhand des Indexes zunächst einmal weiter prognostiziert wird. Und dann ist auch zu beobachten, wie sich der Aktienkurs aber stattdessen tatsächlich entwickelt. Und die Differenz ist die Überrendite und die kann man mit einer Ereignisstudie eben auf die Emergenz dieses Ereignisses zurückführen. Man nutzt dazu letztlich zunächst einmal die Differenz im Wert, indem man den Wert eines bestimmten Zeitpunkts nimmt, ihn mit dem Wert der Vorperiode in Differenz setzt und es dann als Quotient ins Verhältnis setzt zum Wert der Vorperiode. Damit rechnet man die prozentuale Wertsteigerung aus. Dann gibt es ebenfalls die dargestellte Formel, die ein Marktmodell bildet, die sich den Markt anschaut und die erwartete und die tatsächliche Rendite mit den Faktoren Beta und auch Alpha versieht und letztlich werden die Überrenditen berechnet. Wenn ich dann die tatsächliche Rendite zur Marktprognose in ein Verhältnis setze, bekomme ich automatisch als Differenz diese Überrendite als Ergebnis. Das ist, wie gesagt, auch gemacht worden in einer Studie zur Societas Europaea, zur neuen europäischen Gesellschaftsform. Und in dieser Tabelle sehen Sie nun die kumulierten durchschnittlichen Überrenditen und das als Bezugspunkt genommene Ereignis war eine Ad-hoc-Mitteilung zur SE-Gründung. Ein Unternehmen hat also zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, jetzt sagen wir dem Markt, teilen wir dem Markt mit, dass wir uns umwandeln werden von der Rechtsform her, dass wir eine SE werden wollen. Und dann hat man sich angeschaut, wie der Markt und der Aktienkurs dieses Unternehmens darauf reagiert. Und Sie sehen das in dieser Tabelle, dass dies untersucht werden kann für verschiedene Zeitfenster, die sich erstrecken können auf den Zeitraum vor dem Ereignis, also vor der Mitteilung der Umwandlung in eine SE oder der Gründung einer SE und oder auch auf den Zeitraum nach Umwandlung in einer SE. Und wenn wir diese Überrendite
uns anschauen wollen, ist natürlich insbesondere der Zeitraum ab dem Ereignis, also 0 zu einem späteren positiven Zeitpunkt interessant. Diese Zeiträume sehen Sie hier in den letzten 5 Zeilen und Sie sehen, es gibt einen positiven T-Wert, es gibt offenbar eine Überrendite, die sich auch in dieser Grafik abbildet. Man sieht, dass vor dem Ereignistag der Aktienkurs grob gesagt um einen bestimmten Nullpunkt herum schlingert, dann aber zumindest von der Tendenz her offenbar positiv beeinflusst ist und sich positiv weiterentwickelt. Damit ist noch nicht gesagt, dass das Ergebnis statistisch signifikant ist. Trotzdem lässt sich daraus eine gewisse Tendenz ableiten und eine Vermutung ableiten, dass eine gewisse positive Differenz im Aktienkurs auf dieses Ereignis, auf die Mitteilung der Gründung einer SE zurückzuführen ist. Offenbar bewertet es also der Markt als positiv, wenn ein Unternehmen sich als SE gründet oder in eine SE umwandelt. Offenbar ist also für den Markt die SE eine attraktive Rechtsform. Ein anderes Beispiel, wo ein Gericht auch einmal eine Ereignisstudie herangezogen hat, ist dasjenige von Stefan Ortseifen. Stefan Ortseifen war damals Vorstandsvorsitzender der IKB Deutsche Industriebank AG. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft im Juli 2009 Anklage erhoben. Es ging darum, dass Ortseifen in einer Pressemitteilung Mitte 2007 die Geschäftsentwicklung der IKB Bank wesentlich zu positiv dargestellt hatte. Und es ging dann in dem Strafverfahren um Marktmanipulation durch irreführende Angaben über für ein Finanzinstrument bewertungserhebliche Umstände. Das steht im Wertpapierhandelsgesetz, im WPHG, im Einzelnen drin. Wenn man diese irreführenden Angaben macht, kann es wiederum sein, dass sich der Aktienkurs anders entwickelt, als er sich sonst entwickelt hätte. Und hierzu hat das Gericht tatsächlich dann auch eine Ereignisstudie hergenommen und hat mittels der Ereignisstudie die Differenz berechnet, hat berechnet, wie viel zu positiv der Aktienkurs infolge dieser irreführenden Angaben war und konnte dadurch den Schaden schätzen, der Anlegern durch diese irreführende Pressemitteilung entstanden ist. Die letzte statistische Methode, die wir Ihnen vorstellen wollen, ist diejenige der sogenannten Difference-in-Difference-Analyse. Häufig ist es so, dass sich zufallsorientierte, randomisierte Experimente als teuer erweisen oder aus anderen Gründen nicht praktikabel sind. Man macht stattdessen dann in den Difference-in-Difference-Analysen so eine Art Quasi-Experiment und versucht dann zwischen den gemessenen Größen Zusammenhänge herzustellen. Ein Beispiel wäre, dass es eine Gesetzesreform gibt, die in einem Bundesland umgesetzt wird, in einem anderen nicht. Man kann dann das Land, das die Reform nicht umgesetzt hat, als Kontrollgruppe hernehmen und das Land, das die Gesetzesreform umgesetzt hat, als Experimentalgruppe und diese beiden Gruppen miteinander vergleichen. Sie sehen auf dieser Gruppe in dem Kasten, auf dieser Folie in dem Kasten zunächst einmal die Formel für eine solche Difference-in-Difference-Analyse. Dazu ist zu sagen, dass der zweite Summand, also Beta 1 Postreform, bedeutet, das sind alle Länder oder alle Rechtsadressaten, die nach der Reform ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Es wird nicht darauf abgestellt, ob sie
die Reform umgesetzt haben oder nicht. Dann haben sie als dritten Summanden die Experimentalgruppe. Die Experimentalgruppe ist, um in unserem Beispiel zu bleiben, das Land, das die Reform umgesetzt hat. Und als nächsten Summanden sehen Sie dann diese beiden Eigenschaften gemischt, also den Teil der Experimentalgruppe, der tatsächlich die Reform auch, also die Reform umgesetzt hat, und dann die Frage, wie sich diese Gruppe nach der Reform verhalten hat. Auch das lässt sich grafisch darstellen. Auch dies ähnelt in der Darstellung dem, was wir zuvor bei dem Marktmodell, bei den Ereignisstudien gesehen haben. Sie sehen auch hier einen Differenzeffekt, der sich dadurch ergibt, dass wir eine Kontrollgruppe haben und durch die Entwicklung dieser Kontrollgruppe eine bestimmte Entwicklung der Experimentalgruppe prognostizieren können, dann aber eine davon abweichende Entwicklung der Experimentalgruppe beobachten und die Differenz wiederum dann ausrechnen können. Und wenn diese Differenz sich an einem bestimmten Ereignis festmacht, lässt sich daraus auch ein Indiz für eine Kausalität herleiten. Ein Beispiel dafür wäre wiederum der Wettbewerb der Gesellschaftsrechte. Es gab in den letzten Jahren bei der Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts einige sehr wegweisende Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Das waren die Urteile zu Zentros, Übersiering und Inspire Art. Mit diesen Urteilen hat sich die Freiheit, welches Gesellschaftsrecht ich mir für meine Rechtsform als anwendbar wähle und welche Rechtsform ich für mein Unternehmen tatsächlich auch nutzen kann, unabhängig davon, wo das Unternehmen tatsächlich sitzt, mehr und mehr liberalisiert. Und am Ende der dargestellten Entwicklung konnten Unternehmer in einem beliebigen EU-Land ein Unternehmen gründen, konnten es in das eigene Land transferieren und blieben doch dem Recht, insbesondere auf dem Haftungs- und Stammeinlagerecht des Gründungslandes unterworfen. Ausgehend von dieser Rechtsprechungsentwicklung hat man dann untersucht, welche Folgen diese Rechtsprechungsentwicklung und Änderung auf die Inkorporierung geschlossener Kapitalgesellschaften, in diesem Fall der englischen Limited, hatte. Und man sieht in dieser Übersicht, dass die Inkorporierung der Limited in diesem Zeitraum ganz signifikant zugenommen haben. Und das ist auch durchaus plausibel, denn die Limited hat sich als eine Gesellschaftsform mit einem sehr, sehr geringen Stammkapital und mit sehr geringen Gründungsvoraussetzungen als sehr, sehr attraktiv für Unternehmer auch aus anderen Ländern erwiesen. Diese Unternehmer aus dem Ausland konnten vorher keine Limited gründen, weil sie es nicht durften, weil sie sie nicht in ihr eigenes Land importieren konnten. Seitdem das ging, ist die Limited wesentlich attraktiver geworden. Das, wie gesagt, lässt sich auch auf Basis einer Difference-in-Difference-Analyse nachweisen. Und darin konnte man sehen, dass gerade aus anderen Staaten der EU25, der EU, die damals 25 Länder umfasste, der Anteil derjenigen, die eine solche Limited für sich ausgewählt haben und dann gegründet haben, ganz signifikant zugenommen hat. Auch das lässt sich an Zahlen festmachen. Etwa, wenn Sie diejenige Zeile und damit diejenige Gruppe nehmen, wo aus der EU25 nach Zentros die Gründungszahlen beobachtet werden. Dort sehen Sie mit dem Wert 30,6, ziemlich in der Mitte dieser Tabelle, einen auf dem 1%-Level signifikant positiven Wert. Das bedeutet,
Ganz erheblich haben sich gerade aus diesen EU-25-Ländern die Gründungen von Limiteds durch Ausländer, das heißt durch Nicht-Engländer, gesteigert. Damit sind wir am Ende dieses Vorlesungstermins zur empirischen Rechtsökonomik angekommen. Gleichzeitig sind wir auch am Ende der Vorlesungsreihe zur Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts angekommen. Weil wir die Unterlagen fortwährend aktualisieren und auch weiterentwickeln wollen, sind wir jedem, der diese Vorlesung bearbeitet oder nacharbeitet oder den Podcast dazu sieht, sehr dankbar für Anregungen, Kritik oder Feedback jeder Art. Sie können das Feedback gerne richten per E-Mail an einen der beiden Autoren dieser Vorlesung. Es gibt manchmal allerdings auch valide Gründe dafür, dass man ein Feedback lieber anonym abgeben möchte. Auch dann ist uns dieses Feedback sehr hoch willkommen, stehe darin auch immer, was darin stehen wolle. Wir freuen uns über jede ehrliche Rückmeldung und haben Ihnen deswegen hier auch eine Adresse angegeben, wie Sie uns anonymes Feedback senden können, ohne dass wir zurückverfolgen können, von wem diese Anregung oder diese Kritik kommt. Weiterhin sehen Sie zwei Links zu unseren Personenseiten, über die Sie sich auf dem Laufenden halten können, wie wir diese Vorlesung fortentwickeln, welche anderen Lehrveranstaltungen wir anbieten und welche Publikationen in der letzten Zeit erschienen sind. Damit bleibt uns am Ende herzlichen Dank zu sagen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen die Vorlesung gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter, empfehlen Sie die Vorlesung anderen. Wenn Sie etwas kritisch anzumerken haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. Vielen Dank.